Hallo und herzlich willkommen zurück zur Cinderella Legacy. Heute müssen wir ein bisschen auf Tia aufpassen, denn sie wagt sich auf gefährliche Wege. Sie ist aber noch in der Schule und Timor ist gerade zu Besuch gekommen. Und das macht mir ein bisschen Sorge, falls er sich verplappern sollte und Tia verrät, weil die ja ihre Schule geschwänzt hat das letzte Mal und feiern gegangen ist lieber, als sich hier jetzt um ihre schulischen Aufgaben zu kümmern. Aber noch unterhalten die sich eigentlich so ganz nett. Ich glaube, Timor möchte gerade einfach nur mal vorbeischauen und gucken, wie das hier zu Hause so läuft. Aber so ein Geheimnis ausgeplaudert hat er bisher noch nicht. Und Toulouse ist nach Hause gekommen. Sehr gut. Was ist mit dir los? Verrate Ideale, weil du zur Arbeit gegangen ist. Guck mal, du kannst auch in Rente gehen. Guck mal, Toulouse, hier. Business aufhören. Ja. Dann kriegst du weiterhin so ein bisschen Geld, aber du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter unterwegs und dann darfst du auch schon in Rente gehen. Wer ist denn hier? Wendy! Hallo, Wendy! Guck mal, dann kannst du deiner Nichte mal Hallo sagen. Und warum bist du wütend? Weil du hitzköpfig bist. Und er denkt an seine Mutter. Wo ist die Lütte? Ach, die pennt hier unten auf dem Boden. Guck mal, willst du... Ja, ich weiß, es ist schön, dass du Wendy auch Hallo sagen möchtest. Aber möchtest du vielleicht Charlotte hier mal absetzen? Dann kann sie unten im Reisebettchen schlafen. Krieg dich bitte wieder ein. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Kein Grund, wütend zu sein. Und ich glaube, wir müssen Rechnungen bezahlen. Kann das sein? Das mache ich mal. Hier, Rechnung bezahlen. Ach, Rechnung über 2000. Das ist auch ein bisschen... Und Tia ist wieder zu Hause. Und sie ist aufgebracht. Oh, sie ist Einser-Oberschülerin. Obwohl sie jetzt so viel am Schwänzen ist. Krass, ist ja einfach Einser-Schülerin. Ich bin sehr stolz auf dich. Und sie ist zwar hier gerade zu Hause, aber die tun mal so, als würde sie nicht direkt nach Hause gehen. Denn sie möchte sich mit ihrem Schwarm treffen. Und zwar nimmt er sie in einen ganz besonderen Ort mit. Oh, ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Aber er reist mit ihr nämlich nach Glimmerbrook. Er hat von dieser alten Bar erzählt und sie wollen sich dann halt zusammen dahin schleichen. Er, Morten und Rouge, die sind halt jetzt so ein Dreiergespann, so ein Trio. Was einfach nur... Kopf hat. Rouge ist ja sowieso so ein bisschen so eine kleine Draufgängerbraut, kann man das so sagen. Aber Morten hat natürlich auch schon ziemlichen Einfluss so auf die beiden Mädchen, besonders auf Tia, weil Tia ja einen Crush auf ihn hat. Und, oh, Tia, was machst du denn? Sie schlurft hier einfach wild durch die Gegend und möchte den Mülleimer umtreten. Das ist übrigens auch ein Grundstück, was ich gebaut habe. Ich glaube, das haben wir auch im Ella. Hallo Schatz, ich bin's Mama. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Hat sie halt wirklich. Du könntest zumindest ab und an vorbeikommen und deiner alten Mutter sagen, dass du sie liebst, oder? Also im übertragenen Sinne sagen wir einfach, sie ruft an und fragt so, hey Schatz, wo bleibst du? Das Mittagessen ist fertig. Und ihr sagt, ah, ich gehe unterwegs mit ein paar Freunden was essen. Ich komme später. Zum Abendessen bin ich aber zu Hause. Irgendwie sowas in der Art. Halt vor Schluss, vor, Gott, wie heißt das? Vor Ausgangszeit. So denkst du, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich kann gerade nicht. Oh, das ist so traurig. Ich verstehe, du bist jetzt eine vielbeschäftigte junge Frau. Ich glaube, mein Mädchen kommt da ganz nach mir. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, okay? Ella! Ich liebe diese Frau. So, dieses Grundstück, das ist die Old Magical Bar. Die haben wir, glaube ich, auch auf Twitch zusammengebaut. Ich habe die so ein bisschen so orientiert an, vielleicht erkennt ihr das auch, an den tropfenden Kessel von Harry Potter. Das sollte so ein bisschen so daran erinnern. Und da waren wir auch schon mit der Riley Legacy und ich liebe so diesen alten, rustikalen, zauberhaften Stil. Und ja, ich dachte, das passt ganz gut, dass die heute so ein bisschen auf Action machen. Und ich wollte nicht wieder in einer Summer-Schule oder so, sondern das wäre so ein bisschen auf Entdeckerkurs gehen, mal in eine andere Welt. So, ihr dürft alle zusammen hier hingehen und was trinken. Oh, hallo, Jeff. Oh, Jeff ist auch cool. Hier, stell dich mal Jeff freundlich vor. Warum weinst du denn jetzt? Hey, cool, wir haben Happy Hour. Alle Getränke zum halben Preis. Yay. Nein, mir geht's nicht gut. Du bist unglaublich aufgebracht. Manchmal ist es echt hart, ein Teenager zu sein. Die Emotionen lassen sich nur schwer in Zaum halten. Oh, wow. Ja, Tia, das sehe ich. I'm so sorry, girl. Hier, ihr könnt Getränk bestellen für die Runde, dachte ich. Könnt ihr bitte... Guck mal, da ist er doch. Wir werden über Grillkäse reden? Warum können wir über Grillkäse reden? Okay, und wir werden Rouge nach ihrem Tag fragen. Und ich hoffe, ich habe vorhin nicht schon wieder Ruby gesagt. Ich weiß nicht, warum ich immer Ruby sagen möchte. Hi, Morten. Und wir werden hier so ein bisschen Zeit verbringen. Ich meine, keiner von denen ist Magier.
Jahr, glaube ich. Also Ruth ist auch sich gerade hier ganz toll am Unterhalten. Ruth ist ja eine Werwölfin und wir sind halt ein normaler Sim. Und Morten, meine ich, ist auch ein normaler Sim. Aber wir haben hier so einen kleinen Treffpunkt. Diawal! Hi! Okay, wir werden uns auch Diawal mal freundlich vorstellen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie Lust drauf. Paulette? Nee, okay, ich dachte schon, das ist ein Sim von euch. Ist es aber leider nicht. Oh, die Wände habe ich aber auch ganz gut gewählt. Und mit den ganzen Bildern hier. Ach, ich muss mich gerade selber mal ein bisschen loben. Ich mag das Grundstück. So von außen macht das irgendwie nicht so viel her, finde ich, aber von innen finde ich es sehr, sehr charmant. Nee, du kannst mit Morten und mit Rouge mal ein bisschen Tischkicker spielen. Sodass der Abend oder Nachmittag, also erst 17 Uhr, so seicht anfängt und die einfach so ein bisschen miteinander spielen und ein bisschen hier Saft trinken. Wobei Morten, kann ich mir vorstellen, hat bestimmt einen gefälschten Ausweis, dass er auch schon ein bisschen was Härteres besorgen kann. Aber ich weiß nicht, ob Tia das trinken würde. Ja, vielleicht schon, um ihn so ein bisschen zu beeindrucken. Kann ich mir halt leider irgendwie schon vorstellen. Okay, dann werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen romantisch mit ihm sein. Und sie ist zu wütend dafür. Noch 5 Stunden bist du zu wütend. Ach komm, Tia. Dann werden wir uns hier vielleicht mal ein bisschen abreagieren müssen. Hier, gucke mal. Sich zu beruhigen versuchen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Option. Das ist cool. Guck mal, da müssen wir wieder Screenshots von machen. Ich habe das Gefühl, ich mache zu wenig Screenshots. Morten ist aber auch ein gut aussehender Kerl, oder? Oh, ich finde ihn cool. Und Tia hat so viel Spaß. Eigentlich wollte ich ihn noch mal zurück zum Teenager machen. Aber eigentlich finde ich es auch ganz charmant, dass er bereits ein junger Erwachsener ist. Dann braucht er ja nicht mal... Oh, Tia! Braucht er ja nicht mal einen gefälschten Ausweis. Tia! Tia! Ich glaube, er würde dann auch gleich versuchen wollen, sie zu trösten. Hier, hör mir bitte auf zu spielen. Sonst wird das nämlich heute alles wieder viel zu spät. Und versuch dich mal bitte ein bisschen zu beruhigen. Rouge hat nämlich auch Hunger. Dann kann sie unten was essen gehen. Sie ist doch selbstsicher, ne? Not sorry. Ich liebe sie. Rouge ist so ein cooler Charakter. So, du kannst du mal zu ihm und ein bisschen freundlich sein. Was hältst du davon? Smalltalk und kennenlernen. Fände ich schön, nachdem du dich ein bisschen versucht hast zu beruhigen hier in diesem äußerst engen Badezimmer. Oh, der Geburtstag von Charlotte naht. Uha. Okay. Und Tia ist wenigstens nicht mehr sauer. Das Beruhigen hat auf jeden Fall jedenfalls geklappt. Wir werden ihn sanft küssen und nochmal verführerisches Flüstern und einfach so ein bisschen romantisch auch mit ihm sein. Ach süß, Tia, du bist ja so eine kleine Charmeurin. Dann hatte ich hier, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen Nektar getrunken und ist jetzt auch ein bisschen mutiger. Und ich würde halt so gerne so ein bisschen so die Storyline erzählen, dass er halt so ein schlechter Einfluss so für beide Mädchen ist, aber besonders halt auch für Tia, weil Tia halt in ihm verknallt ist und ihn beeindrucken möchte und deswegen sowieso alles toll findet, was er macht und tut und über Hochzeit reden. Und das kam bei ihm überhaupt nicht gut an. Oh mein Gott. Ja, also er will scheinbar keine so richtig feste Bindung, aber so eine kleine Schwärmerei ist das halt schon irgendwie mit Tia. Oh Gott. Oh, ja, knutschen, ganz viel knutschen, wundervoll. Und nochmal, oh Gott. Und die Hand ging sofort wieder runter. Und jetzt hier Kompliment über Aussehen machen. Okay, Abschlussball. Wir könnten mit ihm auch zum Abschlussball gehen, aber das ist noch gar nicht an der Zeit. An Schwarm denken, an Morten. Ach, sie wird sowas von an ihren Schwarm denken. Es ist schon echt süß. Warum können wir eigentlich die ganze Zeit über Grillkäse reden? Angeflirtet werden. Oh, die sind schon süß. Also so eine Storyline habe ich, glaube ich, auch noch nicht so richtig gespielt. Und ich finde es halt schon echt cool irgendwie. Ich finde es auch toll, dass er so ein Stückchen größer ist als sie. Und dann wird er ihr auch noch sagen, dass er noch eine ganz coole Idee hat, was sie so machen können. Und das Nachleben kann ganz schön hart sein. Erzählt dem Barmixer alles darüber und genießt reduzierte Getränke. Es ist Geisternacht. Jetzt ist auch noch Geisternacht. Sag mal, wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Ein Techtelmechtel. Oh Gott, hat Tia jetzt wirklich ihr erstes Mal? Eigentlich hatte ich ja das vorletzte Mal gesagt, dass sie noch gar nicht so weit ist. Deswegen hatten die nur so ein bisschen rumgefummelt. Ja, aber wenn sie jetzt doch sagt, ja, okay, ich will das jetzt doch mit dir machen. Ich lasse sie einfach. Das haben sie von sich aus entschieden. Und wenn Tia sagt, okay, machen wir, dann lasse ich die auch einfach tun. Dürfen sie gerne machen. Aber ich habe danach noch was vor, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte. Denn Morten wird nämlich... Oh Gott, Tia. Wird Tia nämlich erzählen, dass ein dunkler Magier in der Nähe ein Geschäft hat, einen Zauberladen hat und ihr die kleine Mutprobe stellen, dort etwas zu stehlen. Und da will ich eigentlich gleich hinreisen, auch wenn mir meine Sims gerade wieder einen kompletten Strich durch die Rechnung machen. Hoffentlich nur durch die Rechnung und nicht durch einen Schwangerschaftstest, weil das wäre ein bisschen doof. Wer ist das hier? Nicholas! Nicholas! Oh, der ist auch pretty. Er tropft. Ist er ertrunken? Und hier ist ein Vampir. Daryl Charm und... Okay, alles klar. Ich werde einfach nicht weiter nachfragen. So, ich hoffe, sie ist dadurch jetzt nicht schwanger geworden. Pinkeln muss sie nämlich auch. Guck mal, dann kann sie nämlich... Baby machen, ich glaube, ich spinne. Hier, bestäuben. Nicht betäuben. Oh Gott.
Ich habe das nicht gesagt. Bestäuben. Und danach könnt ihr nämlich als Gruppe hier rüber wandern. Wo ist denn das? Ist das hier gar nicht in der Nachbarschaft? Irgendwo hier habe ich nämlich den Zaubererladen platziert. Und ihr dürft dreimal raten, wer der dunkle Zauberer ist, den Tia bestehlen darf. Ja, ihr habt richtig geraten. Es ist Dr. Fasselier. Er hat nämlich hier einen Zaubererladen. Und da werden wir jetzt hinreisen und versuchen, etwas zu stehlen. Ich glaube, Rouge nehmen wir nicht mit, weil Rouge sagt, nee, das ist jetzt so heikel, sie will das nicht. Und Tia macht aber mit, weil sie Morten beeindrucken möchte. Und dann reisen die zusammen dahin. Und da sind wir. Wir tun nämlich so, dass er sagt, so, er wartet draußen und steht Schmiere. Und Tia muss da jetzt reingehen und darf sich nicht erwischen lassen. Dr. Fasselier steht hier nämlich und ist natürlich in seinem Laden bereit auf Kundschaft, die irgendwelche Deals eingehen möchte. Und wir dürfen uns jetzt nicht von ihm erwischen lassen. Wo ist sie eigentlich hin? Sie ist einfach jetzt in die Küche. Okay, was zu essen solltest du jetzt eigentlich nicht klauen. Aber was können wir klauen, ohne erwischt zu werden? Versuchen zu stehen. Ich weiß nicht, was das ist. Zaubertrank Fluchreinigung. Wir können hier eine Voodoo-Puppe. Ah nee, die können wir leider nicht stehlen. Ach, schade. Irgendein Zaubertrank würde ich gerne stehlen wollen. Fasselier ist hier. Der schaut gerade Fernsehen. Wir könnten hier gucken, dass wir nicht... Ach nee, können wir leider auch nicht stehlen. Ah, ein Zauberstab. Sowas können wir alles nicht klauen. Aber einen Zaubertrank würde ich gerne klauen. Wo gibt's denn hier noch Zaubertränke? Ja, kannst du bitte nicht zu Fasselier direkt vor die Nase laufen? Ja, wir sind nur eine Kundin. Wir wollen uns Sachen angucken. Mehr auch nicht. Oh Gott, ich mach mal auf Pause, bevor Tia wieder irgendwelche Sachen macht, die sie nicht machen soll. Können wir das hier klauen? Nee, zusammen kochen mit. Nee, hier können wir auch nicht. Ach, schade. Schade. Ich will irgendeinen Zaubertrank stehlen. Aber ich weiß nicht, wo wir hier noch Zaubertränke finden. Zauberbücher können wir auch nicht stehlen. Hier ist vorteilhafte Klärung, wieder Fluchreinigung, irgendwas Cooles, so Bedürfnisbefriedigung oder sowas, das wäre halt schon echt praktisch. Wir dürfen uns nur nicht erwischen lassen, aber gut, dass er gerade sowieso fernsieht. Das steigert nochmal unsere Chancen. Ich glaube, wir können hier nur diese Fluchreinigung stehlen. Das ist aber nicht das, was wir haben wollen. Oh, diese Schädel können wir leider auch nicht klauen. Ach, was können wir denn überhaupt klauen? Es gibt aber noch nach oben. Oh, natürlich ist er direkt an den PC gegangen, ey. Ach, wir tun so, als würde er draußen Schmiere stehen, ne? Das hatten wir ja gesagt. Tia kann auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest machen. Das soll uns jetzt mal erstmal nicht beunruhigen. Aber hier oben gibt es auch keine Zaubertränke. Okay, das heißt, wir haben unser Ziel auserkoren. Und zwar hier im Vorraum wollen wir versuchen zu stehlen. Fluchreinigung. Sie kommt nicht dran. Okay, dann kann ich es hier hinschieben und versuchen zu stehlen. Wir haben es geschafft. Wir haben was gestohlen. Oh mein Gott, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir werden jetzt schnell zu Morten gehen und sagen, ich habe es geschafft, ich habe es getan. Ich habe was eingesteckt. Und Morten wird sagen, traust du dich, das zu trinken? Auch wenn er überhaupt nicht weiß, was es ist, aber sie wird halt so sagen, guck mal, das habe ich mitgenommen. Und dann kann sie nämlich die Piole einfach stehen lassen und das hier trinken. Oh, ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Was machst du denn, du? Frage von Morten an. Was hat er dich gefragt? Oh Gott, sie trinkt es. Wie geht's dir? Es gibt keine Flüche, von denen Tia befreit werden muss. Okay, also der Trank ist scheinbar nicht schief gegangen. Aber Fasselier kommt jetzt nämlich hoch und wird Tia fragen, ob er helfen kann, dass er hier so gewisse Dienste anbietet. Und Morten geht gerade einfach so. Das wurde ihm dann irgendwie doch zu heikel. Und Tia, du wirst jetzt da dich nicht ins Bett legen und schlafen. Aber Fasselier wird sich hier nämlich einfach vorstellen und ich mach mal einfach irgendwas, was wir halt miteinander gerade reden und sagen, herzlich willkommen. Hast du ein bestimmtes Anliegen? Ein Wunsch, du weißt, ich kann hier Wünsche erfüllen und Tränke brauen und habe Freunde auf der Schattenseite. Alter, ich will hier nicht die ganze Zeit hochglitschen, Mann. Und habe Freunde auf der Schattenseite, die dir helfen können. Hast du vielleicht Liebeskummer? Brauchst du einen Liebestrank? Oder brauchst du irgendwas anderes? Und sie flirtet mit ihm. Und er schreit sie direkt an. Wow, also das ist direkt ein super interessantes Verhältnis hier zwischen den beiden. Sie haben sich auf jeden Fall kennengelernt und hör auf, deine Hausaufgaben zu machen, weil das sind Sachen wieder nicht das, was sie machen sollen. Ich werd verrückt. Kannst einen verrückten Plan vorschlagen und du wirst natürlich nicht sagen, dass du hier gerade etwas geklaut hast. Und ich kann mir vorstellen, dass Fasselier sie dann darauf anspricht und sagt so, kann es sein, dass du etwas eingesteckt hast? Und Tia wird natürlich sagen, nein, das habe ich nicht. Und er wird sagen, Alter, was sagst du? Eine schlüpfrige Frage. Okay, also wir tun einfach mal so, er ist einfach gerade sehr charmant und deswegen hat er sowieso generell so einen leicht flirtenden Unterton, auch wenn er eigentlich gar nicht wirklich flirtet, hoffentlich. Ich würde sagen, er hat sie nämlich eigentlich erwischt, lässt sie
aber gehen, weil er kann ja gerade sowieso nichts auswirken, weil sie gerade Fluchreinigung getrunken hat. Und egal, was für ein Zauber er jetzt an ihr versuchen würde, der Zauber würde schief gehen, weil der Zaubertrank sie einfach gerade so ein bisschen beschützt. Aber er sagt, ich habe das gesehen, ich werde nicht die Polizei rufen, ich werde auch nicht deine Eltern anrufen, aber behalt mich im Hinterkopf. Wenn du jemals was brauchst, komm gerne auf mich zu. Ich habe einen Gefallen bei dir schuldig, dafür, dass ich nicht die Polizei gerufen habe. Und du wirst dich nicht in sein Bett legen. Ey, du bist doch verrückt hier. Und sie wird dann einfach ganz schnell versuchen, da rauszukommen, weil irgendwie ist er ihr nicht so ganz geheuer. Klar ist sie super dankbar mit, oh mein Gott, er hat mich nicht verraten. Er ist voll der liebe, nette Geschäftsinhaber. Wahrscheinlich hat sie deshalb auch so ein bisschen mit ihm geflirtet, um so ein bisschen aus der Situation rauszukommen. Und finde ich auch sehr passend, dass er die dann einfach direkt angeschrien hat. Aber ja, ich glaube, das ist schon eine interessante Sache. Sie hat auf jeden Fall jetzt Fasselier kennengelernt und darf jetzt nach Hause gehen. Und das ist einfach schon wieder 2:30 unter der Woche. Sie muss morgen wieder zur Schule. Und morgen am Wochenende, ich weiß es nicht genau, wollte ich nämlich eigentlich, dass Ella und Brandon langsam mal heiraten. Und hier kriegt einfach überhaupt nichts mit, weil sie komplett so in ihrer eigenen Bubble gerade ist mit Rouge und mit Morten und... ab nach Hause, Tia. So viel zum Thema, sie ist zum Abendessen oder zur Ausgangssperre wieder zu Hause, von wegen. So, Tia kommt nach Hause und alle schlafen zum Glück schon. Brandon begrüßt seine Tochter. Er sagt, ja, Ella ist schon im Bett, aber sie war echt enttäuscht, dass du nicht zu Hause warst. Und er wird sie nochmal daran erinnern, dass das so nicht geht, dass sie sich an die Regeln zu halten hat, weil sie so einfach ihrer Mutter das Herz bricht. Weil sie wurde eigentlich besser erzogen und sollte es besser wissen. Und Brandon wird sie dann auch ins Bett schicken. Also er wird jetzt nicht groß mit ihr schimpfen, nur sagen, denk bitte dran, das macht deine Mutter traurig. Und dann darfst du dich kurz nochmal um den Hund kümmern, weil ich weiß nicht, was der Hund schon wieder hat. Hier kannst du bitten, das Geschäft zu erledigen und Tia wird hoch in ihr Zimmer gehen. Sie darf erst kurz duschen, ja, schnelle Dusche nehmen und dann ab ins Bett. Für Hausaufgaben hat sie natürlich auch wieder nicht gemacht, beziehungsweise sie hat sie gerade begonnen, weil sie zufällig die Hausaufgaben bei Fasselier angefangen hat. Oh mein Gott, das wird einfach schon wieder eine Vollkatastrophe. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denkt bitte an einen Daumen nach oben, das würde mir wahnsinnig weiterhelfen und dann würde ich sagen, bis zum anderen Video, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bye!